Hallo, haben Sie häufig Magenbeschwerden, ein volles Gefühl hier im Oberbauch, gelegentlich sogar mit Erbrechen, Magenschmerzen, wie Sie denken, vielleicht sogar ein Magengeschwür? Das könnte womöglich eine Magenschleimhautentzündung sein oder im Fachjargon auch, wie der Mediziner sagt, eine Gastritis. Diese ist nicht selten. Jeder fünfte Erwachsene hat einmal eine vom Arzt diagnostizierte Magenschleimhautentzündung bekommen. Und was das ist, was man dagegen tun kann, welche Therapiemöglichkeiten es auch gibt, darauf gehe ich jetzt ein. Also bleiben Sie dran. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Ich bin Arzt und Ziel dieses Beitrags nun ist es, Ihre Gesundheitskompetenz zu stärken. Und dabei geht es jetzt um die Magenschleimhautentzündung, die Gastritis. Und ich gehe nun auf diese folgenden Themen hier ein und gebe dazwischen auch immer verschiedene Tipps für Sie gleich mit an die Hand. Also fangen wir an. Welche Aufgaben haben der Magen und die Magensäure? Der Magen dient als Zwischenspeicher. Wir nehmen ja die Nahrung über den Mund auf, dann geht er über die Speiseröhre in den Magen. Dort verbleibt die Nahrung so für 30, 45 Minuten. Ganz wichtig, im Magen wird die Speise zerkleinert. Dafür benötigen wir den Magensaft. Der besteht aus verschiedensten Enzymen und auch die Magensäure. Und das führt dazu, dass halt das, was wir gegessen haben, zum Beispiel so einen Apfel, dass der langsam klein gemacht wird. Und ganz wichtig nun ist zu wissen, wenn der Apfel im Magen drin ist, wenn das jetzt hier der Magen ist, hier der Apfel drin ist und dieser Apfel nun zerkleinert wird, dann besteht ja die Gefahr, dass vielleicht unser eigener Magen auch zersetzt wird und zerkleinert wird. Das darf natürlich nicht passieren, dass die Magensäure auch die Mageninnenhaut hier angreift. Und deswegen gibt es halt einen Schutzfilm, eine Schutzschicht, die hier über die Magenschleimhaut drüber ist. Und die schützt sozusagen davor, dass wir unseren eigenen Magen zersetzen oder angreifen. Das übrigens auch ist wichtig zu wissen, wenn zum Beispiel bei einem Reflux Magensäure aufsteigt in die Speiseröhre, es zum Sodbrennen kommt. Darüber habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Da gibt es nämlich diese Schutzschicht nicht und dort kann die Magensäure dann auch zu Schädigungen ja führen in der Speiseröhre. Darüber habe ich ja schon separat gesprochen. Aber das ist ganz wichtig zu wissen. Das heißt, der Magen hat eine wichtige Aufgabe, die Zerkleinerung. Aber dieser Saft, der das macht, der sehr aggressiv ist und auch sehr sauer ist, der darf natürlich nicht die eigene Magenschleimhaut angreifen. Wenn das aber passiert, dann kann es zur Magenschleimhautentzündung kommen. Dann kommt es zu dieser sogenannten Gastritis. Was ist die Gastritis? Gastritis ist eine Entzündung der Magenschleimhaut und das Wort Gastritis setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Zum einen aus Gaster, das ist griechisch und bedeutet Magen, und aus der Endigung itis, das steht immer für Entzündung. Also genauso kann man auch das itis woanders ranmachen, bedeutet immer wie Rhinitis, Sinusitis, also wenn man Nasennebenhöhlenentzündung hat etc. Also immer das Itis bedeutet immer Entzündung. In den meisten Fällen gibt es keine Beschwerden. Man merkt diese Magenschleimhautentzündung überhaupt nicht. Gerade wenn es chronisch ist, dann plätschert es quasi so dahin. Man hat gar nicht dieses volle Gefühl, diesen Druck, diese Schmerzen in der Magengegend. Das ist öfter aber bei einer akuten Magenentzündung, Magenschleimhautentzündung der Fall. Also bei chronisch hat man oftmals gar keine Symptome. Man merkt es überhaupt nicht. Feststellen kann man eine Magenschleimhautentzündung ganz typisch über eine Magenspiegelung. Das ist auch Mittel der Wahl. Damit kann man es sozusagen dann festlegen und auch genau sehen. Ganz wichtig sind noch zwei Notfälle, nämlich erstens, wenn man Magenschmerzen hat, abrupte und zum Beispiel auch Brustschmerzen auf der linken Seite, wo das Herz ist, dann, gerade wenn man in höherem Alter ist, ist es die Möglichkeit oder die Gefahr, dass es auch ein Herzinfarkt ist. Und zweitens bei der Kombination starke Magenschmerzen und zum Beispiel auch blutiges Erbrechen. Auch da können sich schlimmere Erkrankungen dahinter verbergen. Auch das ist ein sofortiger Notfall. Was bedeutet Typ A, B oder C Gastritis? Dass es zu einer Magenschleimhautentzündung kommt, kann verschiedene Ursachen haben. Und diese teilt man typischerweise ein in A, B oder C. Die Typ A Gastritis, A steht für Autoimmun. Das ist eine Gastritis,
wo es dazu kommt, dass körpereigene Zellen sich gegen die eigenen anderen Körperzellen sozusagen dagegen arbeiten. Es kommt ein autoimmuner Prozess. Autoimmunerkrankungen gibt es zahlreiche, zum Beispiel auch eine Psoriasis, also eine Schuppenflechte, die rheumatoide Arthritis, also Rheuma, aber auch die Hashimoto, also eine Schilddrüsenunterfunktion, Morbus Bechterew zum Beispiel ist eine Rückenerkrankung. Also es gibt eine große Anzahl an Autoimmunerkrankungen und auch eine Magenschleimhautentzündung kann autoimmunbedingt sein. Das heißt, das eigene Immunsystem richtet sich gegen die körpereigenen Zellen und das kann dann dazu führen, dass die wichtigen Zellen im Magen, die den Magenschleim bilden, dass die sozusagen geschädigt werden, dass es nicht mehr zu einer Produktion dieses Magenschleims kommt. Und dann zweitens auch, dass der sogenannte Intrinsic-Faktor, das ist nämlich ein sehr wichtiger Stoff, den man benötigt, damit Vitamin B12 aufgenommen wird, dass der nicht mehr gebildet wird. Und man hat sozusagen dann zwei Probleme bei dieser Autoimmunerkrankung. Dass man dieser Intrinsic-Faktor, dass man da zwar einen Mangel hat oder einen Vitamin B12-Mangel, erkennt man typischerweise an Blässe, Abgeschlagenheit, auch neurologische Ausfälle. Das sind die typischen Symptome dafür. Das ist also die Typ-A-Gastritis. Dann gibt es noch die Typ-B-Gastritis. B steht für Bakterien. Da ist die Ursache der Helicobacter pylori. Haben Sie bestimmt auch schon öfter gehört. Das ist ein Bakterium, auf das ich gleich noch näher eingehen werde. Aber auch hier kommt es dazu, dass dieses Helicobacter pylori die Magenschleimhaut sozusagen angreift, es kommt zu einer Entzündung, Schädigung dieser Schutzfilms, dieses Magenschleimhaut und dadurch wird dann die Magenschleimhaut selber angegriffen, es kommt zu dieser Entzündung, Eindringlinge können kommen und vor allem besteht dann auch immer ein erhöhtes Karzinomrisiko, also dass sich ein Krebs entwickelt. Das ist besonders wichtig, wenn man halt eine chronische Gastritis hat. Deswegen ist es wichtig, diese auch zu behandeln, worauf ich gleich noch eingehen werde. Und dann drittens, das ist die C-Gastritis. Das C steht für chemisch. Also das sind Noxen, also Schadstoffe, die man zu sich nimmt. Ganz typisch sind da NSAR, also Medikamente, Ibuprofen, Diclofenac, die führen ja oftmals auch zu Magenschmerzen und dann kann sich so ein Ulkus, so ein Magengeschwür entwickeln, aber natürlich auch Rauchen, hochprozentiger Alkohol, das sind Ursachen für Magenschleimhautentzündungen, für eine Gastritis und auch hier wieder letztlich ist die Gefahr, dass sich ein Karzinom, also ein Krebs bilden kann. Noch ein ganz wichtiger Punkt. Es sind sozusagen als Ursachen nicht nur dieses A, B, C zu nennen, sondern auch noch die Verknüpfung vor allem mit Stress und dem Immunsystem. Gerade Stress spielt eine sehr wichtige Rolle, dass sich eine Magenschleimhautentzündung sozusagen bildet, dass Symptome und Beschwerden hinzukommen. In den 50er Jahren, damals hat man gedacht, dass gerade Stress immer die Ursache einer Gastritis ist. Und dann in den 90er Jahren, als das Helicobacter pylori entdeckt wurde, hat man gedacht, dass immer dieses Bakterium das ist oder Autoimmunprozesse, also diese Gastritis A oder wie gesagt Medikamente oder Alkohol, also diese C-Gastritis. Jetzt mittlerweile weiß man, so einfach ist es nicht. Es ist ein multifaktorielles Geschehen. Das heißt, es gibt einmal Schadstoffe, die dazu führen können, aber auch die eigene Genetik und vor allem Stress. Das sind Sachen, die ein Gastritis entstehen, sehr stark begünstigen können. Warum spielt Stress so eine wichtige Rolle? Das hat nämlich drei Gründe. Zum ersten, es kommt zu einer erhöhten Magensäureproduktion. Dann zweitens eine verlangsamte Entleerung des Magens aufgrund von Stress. Da werden ja Stresshormone freigesetzt, das verlangsamt die Entleerung des Magens. Und dann drittens auch ein erhöhter Rückfluss der Gallensäure. Und das sind alles Faktoren, die auch wiederum eine Entstehung einer Gastritis halt mit beeinträchtigen. Was sind die sogenannten Helicobacter pylori? Helicobacter pylori sind ja schon mittlerweile ganz berühmte Bakterien, hört man ja oft viel, man liest sehr viel darüber im Internet, was kann man machen, Naturmittel werden dagegen oftmals empfohlen, aber
als Arzt gibt es eine Leitlinie und die besagt, dass man diese Helicobacter pylori medikamentös behandeln sollte. Darauf gehe ich gleich noch ein. Der Mikrobiologe, der beschreibt das als gramnegative Stäbchen. Das ist die Form, wie die Bakterien aussehen. Die bilden einen ganz bestimmten Stoff, Urease ist das. Und der ist nämlich deswegen wichtig oder der hilft, dass diese Bakterien in dem sauren Milieu unserer Magensäure nämlich überleben können. Das ist ja, wie gesagt, wie ich eben geschildert habe, ist dieser Magensaft sehr aggressiv, sehr sauer, damit ja unsere Nahrung zerkleinert wird. Aber diese Bakterien, die können da drin gut überleben. So hat die Natur die ausgestattet. Aber das Gefährliche ist daran, was ich gerade gezeigt habe, sie verhindern dann, dass es zu einer normalen Magensaftproduktion kommt, dass zum Schluss die Magenschleimhaut geschädigt wird, die Zellen, die Drüsen, die hier sind und letztlich damit ein erhöhtes Krebsrisiko besteht. Deswegen sehr wichtig nach Leitlinien, dass man diese Helicobacter pylori medikamentös behandelt und dabei gibt es die sogenannte Triple-Therapie. Triple-Therapie bedeutet, dass man drei Medikamente nimmt. Es gibt zwei Schemata, nach denen man da vorgeht. Diese nennt man einmal das französische Schema und das andere ist das italienische Schema. Letztlich handelt es sich dabei immer um einen Magensäureblocker. Protonenpumpenhemmer sind das und um zwei verschiedene Antibiotika, also sind drei Medikamente. Es gibt auch noch ein Schema, wo man vier Medikamente gibt, aber ganz grob gesagt sind es drei verschiedene Medikamente, die man dann so 10 bis 14 Tage einnehmen sollte. Und da ist es ganz wichtig, sie auch genau an der Dosierung, an der Vorgabe des Arztes zu halten, damit man sozusagen es schafft, in diesen anderthalb, zwei Wochen dieses Helicobacter pylori komplett zu beseitigen, damit der Magen sozusagen wieder saniert ist. Man weiß aber auch, dass knapp 50% aller Deutschen dieses Helicobacter pylori haben. Das sind Angaben des Robert-Koch-Institutes. Knapp 10% von denen entwickeln Symptome, also Probleme, also ungefähr 5% der Bevölkerung. Ganz wichtig noch bei der Einnahme der Protonenpumpenhemmer, also der Magensäureblocker bei einer Gastritis, wie gesagt, sie sind laut Leitlinie, sollte man diese immer nehmen, aber ganz wichtig, diese Magensäureblocker sind keine Smarties. Oftmals werden die ziemlich schnell verschrieben und auch schnell genommen, weil, wie gesagt, man wusste, dass sie sehr positiv wirken, weil sie ja dieses Geschwür sozusagen verhindern. Aber sie haben auch gerade in der Dauer, in der Langfristeinnahme Probleme. Sie können dazu führen, dass es zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Knochenbrüchen aufgrund von Osteoporose, zu Clostridieninfektion, weil wenn die Magensäure nicht mehr richtig gebildet wird, dann führt das natürlich auch dazu, dass andere Eindringlinge sozusagen ja nicht mehr mit getötet werden davon. Dann eine erhöhte Gefahr von Pneumonien, Lungenentzündung, aber auch Herzinfarkt, Schlaganfall und sogar auch zu Magenkrebs. Also die Langzeitergebnisse zeigen, dass die Magensäureblocker nicht dauerhaft eingenommen werden sollten, aber zur Akuttherapie einer Gastritis sind diese immens wichtig. Welche weiteren Therapiemöglichkeiten gibt es? Um das noch einmal zusammenzufassen, bei einer akuten Gastritis, also wenn Sie akute Beschwerden haben und auch bisher eigentlich so eine Magenschleimhautentzündung bei Ihnen noch nicht aufgetreten sind, dann sind drei Sachen wichtig. Erstens, meiden das, was den Magen reizt. Meist sind es diese Noxen wie Rauchen, hochprozentiger Alkohol oder die Medikamente. Natürlich muss man dann immer abwägen, was bedeutet das, wenn man zwar das Medikament nicht mehr nehmen kann, aber halt den Auslöser beseitigen. Das ist oftmals der Hauptfaktor, um eine Gastritis nicht weiter fortschreiten zu lassen. Dann zweitens, magenbekömmliche Ernährung, auch sehr wichtig. Also dazu gehört zum Beispiel Haferschleim, Zwieback, geriebener Apfel, dann auch gekochter weißer Reis etc. Und dann drittens, auch ganz wichtig, es gibt halt bestimmte Medikamente. Eben habe ich schon den Protonenpumpenhemmer erwähnt, Antazida und weitere Medikamente noch, die verschreibt Ihnen Ihr Arzt. Man sollte selber eine Mischung machen, vielleicht aus medikamentöser Therapie, gerade bei ganz starken akuten Beschwerden und eher Veränderungen der Ernährung, weniger Risikofaktoren, Naturheilmittel
um sozusagen eine Verschlimmerung der Gastritis zu verhindern. Und bei einer chronischen Gastritis, das ist ganz wichtig, da sollte man behandeln, je nachdem, ob man Typ A, B oder C ist. Das habe ich hier einmal in dieser Übersicht zusammengefasst. Gerade über die Behandlung der Typ B Gastritis, also bei Helicobacter pylori, habe ich ja gerade schon drüber gesprochen mit dem italienischen und französischen Schema. Das war einmal das Thema Gastritis bzw. Magenschleimhautentzündung. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, gerne machen Sie den Daumen hoch. Gerne abonnieren Sie den Kanal für weitere Beiträge und für Kommentare und Meinungen hierzu direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.